Kommen zu Frage 10.51.44 von Herrn Schiebli. Leistungsprüfung von Pferden. Ja, Herr Nationalrat, gestützt auf die Tierzuchtverordnung können Zuchtförderbeiträge für züchterische Maßnahmen ausgerichtet werden. Von den züchterischen Maßnahmen und dem Zuchterfolg profitieren letztlich die Züchter, welche ihrerseits über die Verbände an den Kosten beteiligt sind. Im Anerkennungsverfahren von Zuchtorganisationen werden die von letzteren festgelegten Zuchtziele und Leistungsprüfungen einander gegenübergestellt. Gegenwärtig führen zwei anerkannte Zuchtorganisationen, nämlich der Freiberger Zuchtverband und der Schweizerische Verband für Ponys und Kleinpferde, Gymkhanas, durch. Diese zwei Zuchtverbände haben in ihrem Zuchtziel festgehalten, dass sie Pferde mit inneren Werten wie Leistungsbereitschaft, unkompliziertem Charakter, Verlässlichkeit, Ausgeglichenheit und emotioneller Belastbarkeit respektive Gehorsam und nervenstark züchten. Das Gymkhana ist als Geschicklichkeitsprüfung bekannt. Die Gymkhana-Prüfung testet, ob ein Pferd schreckhaft ist bzw. Angst vor unbekannten und furchterregenden Gegenständen hat. Der Schweizerische Freiberger Zuchtverband führt ca. 10% aller Leistungsprüfungen als Das ist wirklich absurd. Sie sehen, welche Bedeutung ich diesen Fragen im Moment zumessen. Aber mindestens also 10% aller Leistungsprüfungen sind Gymkhana-Prüfungen. Ich lerne jede Woche etwas. Das ergibt, und das wollten Sie ja vor allem wissen, das ergibt einen Beitrag von 9.000 Franken pro Jahr. Der Anteil Gymkhana-Prüfungen an allen Leistungsprüfungen beim Schweizerischen Verband für Ponys und Kleinpferde beträgt 38%. Das entspricht einem jährlichen Beitrag von 5.000 Franken. Fragen Sie mich nicht, was die Beantwortung Ihres Vorstoßes gekostet hat. Wir kommen.